Ja, ja, sag nichts. Ich weiß, ich bin zu spät dran. Aber wenn wir sofort losfahren, dann schaffen wir es. Aha. Ihr habt's gehört, wir müssen uns jetzt beeilen. Ja, ist vielleicht auch besser so. Also, lass sie dich unterkriegen, egal was passiert. Mach dir keine Sorgen. Oh, gute Reise. Danke. Schreib mal eine Karte. Ach, tschüss. Oder zwei oder natürlich, drei. Es gibt Telefon und Internet. Ach, und außerdem sind wir nicht aus der Welt. Wir kommen noch bald wieder. Ja. Ich bin jederzeit zu erreichen. Mach's gut. Tschüss. Alles Liebe. Macht's gut. Dann vergesst uns nicht. Hey, Gregor, du musst buongiorno. Vorrei una camera per due persone. No, Domenica. Oggi. Du suchst ein Zimmer in Italien. Una signora e un signor. Wo denn? In Rom. Niente? No camera? Ma prego. Das ist echt dringend. Un momento. Verdammt, was heißt denn? Was heißt denn Hochzeitsreise auf Italienisch? Keine Ahnung. Sie sprechen Deutsch? Aber wieso haben Sie mir das denn nicht gleich... Ja, wir haben letzte Woche geheiratet und dachten, wir würden jetzt mal spontan... Sind Sie sicher? Das ist ja fabelhaft. Und die anderen Gäste? Ja. Nein, das ist großartig. Wir könnten heute Abend um 20 Uhr bei Ihnen sein. Fantastisch. Dann bis später. Tschüss. Denen musst du nur sagen, dass du letzte Woche geheiratet hast und schon machen die deine Suite frei. Na toll. Was denn? Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du für mich einspringen kannst, Kellner. Na, aber die Liebe geht natürlich vor. Hm? Ja, das ist jetzt mal so. Ja. Ja. Barista, was ist das? Bist du eine Schaumschläger? Ich will Creme haben, keine Sahne. Du hast ja eine hohe Meinung von unserem Laden. Du anscheinend nicht. Hey. Cara mia, was ist das? Ah, Principessa. Ja. Was ist denn los mit dir? Es tut mir leid, unsere Reise ist geplatzt. Warum das denn? Der Staatsanwalt braucht uns vielleicht noch für weitere Zeugen aus. Gib ihr auch einen. Aber das ist doch nicht das Schlimmste. Ich habe Eduard getroffen. Und er hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als uns zu drohen. Wie kann das sein, dass du ihm nach wie vor die Augen treten musst? Ein wilder Zufall. Aber irgendwann müssen wir noch mal unsere Ruhe haben. Weißt du was? Wir spielen sein Spielchen jetzt einfach nicht mehr länger mit. Genau. Doch. Wir lassen uns jetzt nicht länger von Eduard das Leben vermiesen. Ja, das ist eine super Idee. Nee, im Ernst. Und wir fangen jetzt auch gleich damit an. Wir können unsere Flitterwochen auch hier feiern. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ciao, amore. Ich bin 5 Minuten wieder da. 5 Minuten, Düsseldorf, Roma und wieder zurück. Das macht ja so schnell niemand nach. Princess, ich dachte, ihr macht euren Flitterabend. Ja, es ist ein Notfall. Ah, verstehe. Ja. Komm rein. Ja, ich hoffe, ich finde unseren Korkenzieher irgendwo. Solche Dinge verschwinden nämlich regelmäßig in irgendwelchen schwarzen WG-Löchern bei uns. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was ist los? Schau dir das mal an. Fürstin Luise überlässt Schloss Waldensteig seinem Schicksal, droht nun der Abriss? Das gibt's doch nicht. Oh, sole mio, na, 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 na. Ist ja schon gut, ich höre auf zu singen. Aber nur, wenn du wieder rüberkommst. Komm her.
passiert? Die wollen Waldensteig abreißen. Da steht was von maroder Bausubstanz. Aber so ein Schloss kann man doch sanieren, oder? Wie soll das gehen ohne Investor? Das ist meine Schuld. Ja, den braucht ihr dann wohl nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Jetzt erst recht. Kommst du? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, nachdem ich gemerkt habe, dass ich keine Haarseeklinge habe. Oh, ja, ich habe noch welche im Bad, irgendwo im Schrein. Aber mach hin, ich muss relativ zeitig zum Gericht. Ach, schon wieder Baron von Depp? Der lässt euch echt gar keine Ruhe, ne? Nur ein Riesenspaß. Ach, sieh's mal positiv. Wenn du erst mal ausgesagt hast, dann ist das Schlimmste vorbei. Oder auch nicht. Ach, der Abriss. Hat Olli mir schon erzählt. Wie geht's denn, Luise? Schlecht. Aber du weißt ja, wie es mit ihr ist. Sie versucht, tapfer zu sein. Ja, was? Es würde mich auch wundern, wenn sie es kalt ließe. Ja, Gregor, du kannst nichts dafür. Ja, mag ja sein, aber wenn ich nicht gewesen wäre, dann... Ach, Gregor, hör auf, ja? Sie liebt dich und das ist alles, was zählt. Ja, aber der Preis, den sie dafür zahlen muss, ist, dass sie zuschauen muss, wie Waldensteig platt gemacht wird. Und das wird sie eines Tages bereuen. Und ist das nicht total komisch für dich, nach 2 Jahren Freiheit auf den Straßen Südamerikas wieder hier im spießigen Düsseldorf zu sein? Du wirst es nicht glauben, aber manchmal habe ich dieses Spießige sogar vermisst. Auch meine Freunde. Hey, willst du etwa sagen, dass wir auch spießig sind? Wenn du mich so fragst. Vorsicht, Alter. Ich schwör's dir, mit der grünfeldindischen Verteidigung hast du bei unserer nächsten Schachpartie keine Chance. Träum weiter. Alles klar? Gibst du das jetzt schon Angst? Ich war gerade. Egal. Wer ist denn das? Ein Freund von Olli. Hi, Olli. Hey. Ist noch ein Separé frei? Sorry, die sind alle reserviert. Ich würde aber gern mit meiner Schwester essen. Setzt euch doch hier an die Theke, dann seid ihr direkt an der Quelle und habt nette Gesellschaft. Ja. Ist jetzt was frei? Leider nein, aber ich muss mal.